Dieser vierte und letzte Teil der Reihe hat gleich drei Ziele. Er fasst die Arten der vorherigen drei Teile zusammen und ordnet sie ökologisch ein. Dadurch habt ihr dann eine gute Übersicht und Orientierung, was Pflanzenvielfalt und standortgerechte Pflanzen angeht. Welche passt in saure, kalkreiche, feuchte, trockene, lichte, schattige und so weiter. Und ich kann das Thema Biodiversität abrunden. Denn heterogene Standortfaktoren schaffen vielfältige Lebensräume, schaffen eine vielfältige Vegetation und somit eben eine vielfältige Tierwelt. Das ist meiner Meinung nach wichtig zu wissen, um ganzheitlich denken und handeln zu können und gibt euch die Möglichkeit, Biodiversität zu verstehen und auch zu fördern. Daher gibt es eine kurze Vorrede zum Thema Biodiversität und am Ende des Videos schließlich noch ein paar Schlussworte mit auf den Weg. Biodiversität ist weit mehr als die bloße Artenvielfalt. Vielmehr kann man sie in drei Ebenen unterteilen: die Diversität der Gene, der Arten und der Ökosysteme. Ökosysteme sind also zunächst die gröbste Einheit und umfassen das Biotop als Lebensraum und die Biozönose, also die Lebewesen dieses Lebensraumes. Man kann sich vorstellen, je diverser das Lebensraumangebot, also Wälder, Sträucher, Säume, Wiesen, Weiden, Heiden, Äcker, Wege, Gewässer und so weiter, desto diverser auch die Ebene der Arten, welche eben diese verschiedenen Lebensräume bewohnen. Also je heterogener eine Einheit, zum Beispiel eine Landschaft, aber kleinmaßstäblich durchaus auch ein Garten, desto höher kann potenziell die Artenzahl sein. Nun kommen wir aber noch zu einer weiteren, sehr feinen Ebene, die Ebene der Gene. Denn eine hohe genetische Vielfalt innerhalb der Arten ist vor allem für die Anpassungsfähigkeit von Arten an ihre Umgebung, die Widerstandskraft gegen Krankheiten und die Reaktionsmöglichkeit auf Umweltveränderungen, wie aktuell die klimatischen, sehr bedeutsam. Lokale und regionale Populationen haben sich über lange Zeiträume an die dort herrschenden Bedingungen bestmöglich angepasst. Das alles ist also der Hintergrund des § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes, der besagt, dass gebietsfremde Arten, zum Beispiel in Form von Saatgut, nur noch mit Genehmigung in der freien Landschaft ausgebracht werden dürfen. Je geringer nämlich der Genpool, desto schlechter für die Anpassungsfähigkeit und somit den Erhalt der Art. Verarmung findet heutzutage auf allen diesen Ebenen statt. Lokale Populationen schrumpfen oder verschwinden ganz. Artenzahlen sinken dramatisch und geschuldet ist das oftmals dem Verlust heterogener Lebensräume. Und das betrifft sowohl die floristische Vielfalt, die aber ja Grundlage der faunistischen Vielfalt ist und somit sowohl Pflanzen als auch Tiere. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir brauchen wieder vielfältige Lebensräume. Wie kann diese Vielfalt aber entstehen? Dem gehen wir jetzt kurz und schmerzlos auf den Grund. Ich bin mir sicher, einige haben schon mal etwas von abiotischen, also unbelebten Faktoren, wie zum Beispiel Licht, Wasser, Temperatur, Nährstoffe, pH-Wert und biotischen, also belebten Faktoren, zum Beispiel Fressfeinden, Parasiten, Symbionten oder inner- bzw. zwischenartlicher Konkurrenz gehört. In der Vegetationsökologie könnte das grob und talentiert wie immer skizziert so aussehen. Eigentlich hatte ich zu jedem dieser Stichworte einen Satz vorbereitet, aber das würde hier leider wieder zu weit führen und wird da in einem anderen Video thematisiert. Wir ziehen aber mal die Essenzen heraus, denn oftmals werden diese Faktoren gruppiert und es gibt Schlüsselfaktoren, die unmittelbar wirken, während andere dann nur nachgeschaltet sind und somit eine mittelbare Wirkung haben. Ein Ökosystem ist ja ohnehin ein sehr komplexes Wirkungsgefüge, in welchem sich die Faktoren auch gegenseitig beeinflussen. Das darf man nie vergessen. Zu den prägenden Standortfaktoren gehören vor allem Wasser, Licht und bodenchemische Faktoren wie der pH-Wert und auch Nährstoffe. Manchmal werden die prägenden Faktoren in klimatische und edaphische, also bodenbetreffende, Faktoren unterteilt. Und wer jetzt aufgepasst hat, erkennt hier schnell die Zeigerwerte Licht, Temperatur, Kontinentalität, Feuchte, Reaktions- und Nährstoffzahl nach Ellenberg wieder. Ist das nicht toll, dass das alles so miteinander zusammenhängt? Okay, worauf will Linda jetzt aber schon wieder hinaus, fragt ihr euch. Auf diesen Teil, den ich zu Anfang von Teil 1 erwähnte. Heimische und am besten regionale Pflanzen und keine gezüchteten Sorten. Diese zwei Punkte könnte man der genetischen Vielfalt zuschreiben. Dann habe ich euch insgesamt über 100 Pflanzenarten vorgestellt. Hier befinden wir uns also auf der Ebene der Arten. Hier gibt es verschiedene Kriterien für Vielfalt. Man könnte sie als Biodiversitätsfaktoren bezeichnen, nach denen man gruppieren kann. Ich habe aus vegetationskundlicher Sicht die Familienzugehörigkeit gewählt. Man kann aber zum Beispiel auch durch verschiedene Farben oder die Wuchsform eine Diversität erreichen. Auch dazu sollen hier also ein paar Ideen gegeben werden. Worauf sich sicherlich die meisten von euch unter dem Aspekt insektenfreundlich freuen, ist der Blühzeitpunkt.
Früh- und Spätblüher nehmen nämlich eine besondere Rolle ein und daher werden sie hier nochmal explizit herausgestellt. Aber Heterogenität entsteht eben besonders durch verschiedene prägende Standortfaktoren, an welche sich die Pflanzen angepasst haben. Besonders Licht, Wasser, also Feuchtigkeit und der pH-Wert. Und daher werde ich auch zu diesen Faktoren passende Pflanzen aufzählen. Wer also das Maximum rausholen möchte, der sollte möglichst viele Gradienten schaffen. Denn sie sind es ja, die ein Biotop maßgeblich prägen und auch dessen Vielfalt. Ich spreche von Gradienten, weil scharfe Grenzen eigentlich menschengemacht sind und in der Natur vieles fließend ineinander übergeht. Es gibt aber eine Besonderheit. Denn in unserer heutigen Landschaft findet eine sogenannte Nivellierung statt. Also alle Werte sollen möglichst im Mittel liegen. Das hat vor allem etwas mit der Nutzbarmachung und Intensivierung zu tun. Feuchte Gebiete wurden entwässert, trockene bewässert. Saure Böden wurden aufgekalkt und somit ein optimaler pH-Wert geschaffen. Nährstoffgehalte wurden optimiert. Das geschieht nicht immer direkt und beabsichtigt, sondern auch indirekt. Zum Beispiel durch Stoffeinträge über das Wasser oder auch Emissionen aus Industrie, Verkehr und weiteren Sektoren über die Atmosphäre. Es kommt zu einer Vereinheitlichung und Optimierung von Bedingungen und dadurch einem Verlust der Standortdiversität. Viele Arten, die sich an Extrema, also zum Beispiel sauer, nass und trocken angepasst haben, sogenannte Stressstrategen nach Grime, werden dann durch konkurrenzstarke Arten der mittleren Standorte, sogenannte Konkurrenzstrategen, abgelöst. Et voilà, die Biodiversität nimmt ab. Daher möchte ich korrekterweise den Begriff Gradienten verwenden, möchte euch aber, bis auf die Wuchsform, jeweils Pflanzen vorstellen, die eher Richtung der Extrema gehen, statt im Mittel liegen. Dahinter steckt also auch ein Appell, nämlich der, standortgerecht zu pflanzen und somit mit der Natur zu arbeiten, das vorhandene Potenzial zu erkennen, statt künstliche Bedingungen zu erzeugen und dadurch zu verändern, zum Beispiel durch Düngung an Stellen, an welche sie gar nicht vonnöten wäre. Ihr habt dadurch auch den Vorteil, dass nicht Arbeit und Geld vergebens investiert werden, bei Pflanzung und Einsatz zum Beispiel. Ja, das war nun eine etwas längere, kurze Vorrede, aber es ist mir wichtig zu verdeutlichen und die beste Basis für die nun folgenden Vorstellungen. Der Blühphasengradient ist ja besonders wichtig für die Blütenbesucher. Statt lang- oder kurze Blühphasen von Arten, nach denen man ja auch schauen kann, schauen wir uns mal wirkliche Früh- und Spätblüher an. Denn im Frühjahr erwachen die Überwinternden, beziehungsweise kurz darauf schlüpfen, die Larven von Wildbienen und setzen alle Energie in Begattung und Nestbau. Da brauchen sie also dringend Nahrungsquellen. Einige späte Wildbienenarten wiederum fliegen vor allem im Herbst und besonders die überwinternden Jungköniginnen der sozialen Arten, also zum Beispiel der Erdhummeln, benötigen genug Nahrung, um sich etwas Vorrat anzulegen. Wenn wir mal zu den Schmetterlingen rüberschauen, ist das ähnlich, denn auch hier gibt es Arten, bei denen adulte Tiere überwintern, zum Beispiel im Gartenhäuschen, im Schuppen oder auf dem Dachboden, und diese, sowie die schlüpfenden Raupen, haben im Frühjahr dann Hunger. Daher sind gerade bei diesen Gradienten die Extrema, also sehr früh- und sehr spätblühende Arten, sehr bedeutsam für Insekten. Zu den Frühblühern zählen zum Beispiel Sumpfflotterblume, Windröschen, Christrose, Schaboxkraut, Schneeglöckchen, Narzissen, Krokusse, Lärchensporn, Märzenbecher, Huflattich, die Schneeheide, das Gänseblümchen und bei den verholzenen Arten sind es zum Beispiel Weide, Erle, Birke und Kornellkirsche. Die Geophyten, die ja Speicherorgane besitzen, kann man dann zum Beispiel als Zwiebeln pflanzen. Einen Großteil hatte ich ja bereits näher beschrieben oder tue es in anderen Videos noch. Der Großteil der Blütenpflanzen blüht dann in den Sommermonaten. Hier ist das Blütenangebot also in der Regel höher. Zu den kühleren Monaten hin verblüht dann allerdings der Großteil der Pflanzen. Und mit zunehmender Sommertrockenheit verkürzen sich die Blühperioden nochmal zusätzlich. Umso wertvoller werden dann die spätblühenden Arten auf der anderen Seite, die bis in den Herbst hinein auch im September, Oktober oder November noch blühen können. Dazu zählen zum Beispiel Rotklee, Besenheide, Natternkopf, wilde Möhre, Waldengelwurz, Wegwarte, Steinklee, färbare Seede, Färberkamille, Efeu, Ringelblume, aber auch wieder das Gänseblümchen, das ja insgesamt eine sehr lange Blühphase hat. Wie ja auch viele Disteln, die also ebenfalls noch spät im Jahr blühen. Der Blutweiderich blüht ebenfalls noch spät und ist bedeutsam für einige Wildbienen und Schmetterlinge, besiedelt aber eher feuchte Standorte. Wie früh oder spät Pflanzen blühen, hängt auch vom Verlauf der Vegetationsperiode ab. Gibt es längere Trockenperioden, niederschlagsreiche oder kühle Wetterlagen, all das führt zu leichten jährlichen Schwankungen.
Der Gradient der Höhe kann auch unter die Thematik Wuchsform gefasst werden. Dann würde mir aber das Wort Gradient fehlen. Da aber Bäume, Sträucher und verschiedene Kräuter sich vor allem in ihrer Höhe unterscheiden, können wir uns gut daran orientieren. Bäume nannte ich euch ja in Teil 3 bereits ein paar. Sehr bedeutsam für Insekten sind zum Beispiel Weiden, insbesondere die Saalweide. Ahornarten, Linden, Eberesche, Obstbäume, Eichen, Birken, Pappeln und Erlen. Dann folgen die Sträucher. Die Strauchschicht wird ja in der Regel bis 5 Meter Höhe definiert. Hier hatte ich euch Weißdorn, Schlehe, Kornellkirsche, auch als gelber Hartriegel bekannt, roter Hartriegel, Hasel, Berberitze, Liguster, Johannisbeeren, Rosensträucher, Faulbaum, Brom- und Himbeere, Holunder, Pfaffenhütchen und Besenginster präsentiert. Dann die höherwüchsigen Kräuter, zum Beispiel der Säume oder auch der Wiesen. Hier könnte ich jetzt einige aufzählen, daher hier nur ein ganz kleiner Auszug aus der gesamten Reihe. Rheinfarn, Margerite, Flockenblume, Wasserdost, Astern, Disteln, wilde Möhre, Hahnenfußarten, Giersch, Wiesenknopf, Mädesüß, Labkräuter oder auch Malven. Und schließlich die niederwüchsigen Rasen mit verschiedenen Kleearten, Gänseblümchen, Löwenzahn, kleiner Braunelle, kleinem Habichtskraut, Veronika-Arten, manche Glockenblumenarten könnte man hier vielleicht auch noch dazu zählen und eher kriechende, außerdem bodenbedeckende Pflanzen wie Schaboxkraut, Gundermann oder Günsel. Und dann kann ich nochmal die Werbetrommel rühren für Pflasterritzenpflanzen. Sie sind sehr pflegeleicht und dennoch hübsch und nützlich. Wie eben das kahle Bruchkraut, das ich ja schon ansprach, oder das Mastkraut. Aber auch Thymian und Mauerpfeffer sind in solchen Fugenmischungen enthalten. Ja, ich denke beim Thema Höhe, da fehlt es euch nicht an Kreativität, also machen wir an dieser Stelle gleich passend weiter. Denn auch der Ausrichtungsgradient geht in Richtung Wuchsform. Neben den Pflanzen, die typischerweise senkrecht wachsen, könnt ihr euch zum Beispiel mal über blühende Rankpflanzen informieren und dazu folgt auch noch ein tolles Video. Diese Pflanzen bieten nämlich eine super Möglichkeit, die Pflanzenvielfalt zu erhöhen und sind dazu effizient. Denn an Torbögen, Hauswänden, Kletterleitern und so weiter sind Kletterpflanzen wie Waldrebe, Platterbsen, Wicken, Winden, Geißblattarten, auch Heckenkirsche genannt, Hopfen, Efeu oder wilder Wein unschlagbar. Wenn man so will, kann man hierzu ja auch die Himbeeren und die Brombeeren zählen. Übrigens auf die Winden sind einige Spiralhornbienenarten spezialisiert und auf den spätblühenden Efeu die Efeu-Seidenbiene, die sich entsprechend spät im Jahr erst zeigt und Pollen für ihre Larven sammelt. Und da die Pflanze auch erst nach der späten Blüte Früchte bilden kann, stehen diese dann in den frühen Monaten des Jahres wiederum Vögeln zur Verfügung. Ein weiterer Gradient, der uns vermeintlich bekannt ist, ist der des Lichts. Licht ist ein Faktor für Diversität. Je weniger dicht und somit Licht ein Bestand, desto mehr Arten können auch im Unterwuchs noch aufkommen. Während man Nährstoffe als Auslöser für eine Verschiebung hin zu dominanzstarken Arten ausmachen kann, ist Lichtmangel dann das wahre Todesurteil für viele kleine Arten, die sich ja oftmals auf bestimmte Bedingungen wie Nährstoffarmut, Trockenstress, Nässe oder ähnliches spezialisiert haben und dort Stress tolerieren, aber eben nicht konkurrenzstark sind. Und Anpassungen haben eben auch an sehr starke Sonneneinstrahlung oder sehr wenig Lichtintensität stattgefunden, womit wir wieder beim Thema sind. Arten für sonnige Standorte sind zum Beispiel wilde Möhre, Natternkopf, wilde Karde, Königskerzen, Wegwarte, ebenso passend zu den Saumarten noch das gewöhnliche Leimkraut, der Rheinfarn, außerdem Salbei, gemeine Ochsenzunge, Hundsrose und eben die Besen und die beiden genannten Heidearten. Außerdem sind auch einige Trockenheitszeiger Experten für vollsonnige Situationen, so zum Beispiel die Dickblattgewächse, die gleich noch folgen werden. Schattentolerante Arten sind zum Beispiel irreführenderweise die Lichtnelke, große und Heinstellmiere, das Schaboxkraut, Christrosen, Wiesenschaumkraut, geflecktes Lungenkraut, Vergissmeinnicht, hohe Schlüsselblume, die drei genannten Vacciniumarten, also zum Beispiel die Heidelbeere, einige Veilchen wie das Duftveilchen und es bieten sich auch Frühblüher in schattige Bereichen an. Wieso ist das so? Naja, sie haben sich ja morphologisch genau an diese Situation angepasst, sozusagen eingenischt. Denn sie beginnen ihren Zyklus schon sehr früh und schließen ihn dann auch schnell ab, bevor die Bäume unserer mitteleuropäischen sommergrünen Laubwälder wieder Blätter tragen und sie dann verschatten.
Das verschafft Ihnen dann quasi einen Vorteil. Hier könnt ihr also auch die zuvor genannten Frühblüher in Betracht ziehen. Neben dem Licht gibt es weitere bekannte abiotische Faktoren, so zum Beispiel den Feuchtegradienten. Orientiert man sich an der Feuchtezahl nach Ellenberg, so kann man nicht nur zwischen trocken bis frisch, über feucht bis hin zu nass unterscheiden, sondern noch bis hin zu den Wasserpflanzen gehen. Trockene Standorte sind nicht nur die vollsonnigen, also Licht- und Temperaturbedingt, sondern auch maßgeblich durch Bodenfaktoren bestimmt. Die Bodenart Sand zum Beispiel, wie auf dem Bild zu sehen, kann im Gegensatz zu einem Ton zum Beispiel recht grobkörnig sein und hat daher große Zwischenräume zwischen den einzelnen Sandteilchen. Dadurch wirkt die Kapillarkräfte kaum mehr und das Wasser läuft quasi einfach nach unten weg, wodurch die Pflanze dann schneller an Trockenstress leidet. Ähnlich verhält es sich in Mauern, die in der Regel nur wenig Bodensubstrat aufweisen und durch trockene Bedingungen gekennzeichnet sind. Daher werden die folgenden Arten oft auch an Mauern gesetzt und beobachtet. Extremisten auf diesem Gebiet sind natürlich die Dickblattgewächse, zum Beispiel verschiedene Mauerpfefferarten, die in ihren Blättern Wasser speichern können. Aber auch Thymian findet man häufig auf trockenen Sandböden, ebenso wie Königskerzen, Natternkopf, das echte Labkraut, die echte Ochsenzunge, Feldmannstreu und auch Färberwald haben Anpassungen getroffen. Und auch Taubenskabiose, Bergsandglöckchen und Liguster sind trockenheitstolerante Arten. Das andere Extrem, nämlich feuchte bis nasse Bedingungen, zum Beispiel in Gewässernähe oder bei hoch anstehendem Grundwasser, sind auch meist die feuchte zeigenden Arten. Aus den feuchten Wiesen des Kaltion die Sumpfdotterblume, aus den Säumen der Blutweiderich, die Engelwurz, das Mädesüß, die Bachnelkenwurz, Sumpfschafgarbe, der Baldrian, der Wasserdost oder der Wiesenstorchschnabel, ebenso wie ein Großteil der Vergissmeinnichte. Bei den Bäumen ist vor allem Alnus glutinosa dank ihres Erenchyms gut an feuchte und zeitweise nasse Bedingungen angepasst. Und wie gesagt, wer ein Gewässer hat, der kann auch über Schwimmpflanzen, wie einige, Überraschung, Hahnenfußgewächse, auf dem Wasser nachdenken. Am Ufer macht sich dann zum Beispiel die Schwertlinie super. Zugegebenermaßen etwas speziell, fachlich aber durchaus erwähnenswert, ist dann der pH-Gradient. Also ein wenig in die Bodenchemie geschaut, gibt es Böden, die sind sauer, zum Beispiel Pottsohle, eben aus basenarmen Ausgangssubstraten wie sauren Sanden. Und welche, die sind basischer, bzw. in der Regel natürlicherweise neutral, so zum Beispiel kalkhaltige Böden. Im Garten sind natürliche Bodentypen selten vorhanden, meist sind die Böden anthropogen überformt oder künstlich überschüttet. Wer Bock hat, kann ja mal eine Bodenanalyse durchführen, zum Beispiel mit so einem Testkit oder mit pH-Streifen oder mit Rotkohlsaft, der als Indikator dienen kann und sich sogar bei extremen Werten entsprechend verfärbt. Oder ihr lasst eine Analyse professionell durchführen und könnt dann noch gezielter und erfolgreicher pflanzen. Wenn ich nämlich saure Bedingungen habe, dann wird ein Kalkmagerrasen niemals gedeihen. Wie gesagt, ergibt sich die Pflanzenvielfalt nicht nur durch die abiotischen Faktoren Wasser, Licht und Temperatur, sondern wird auch, und das maßgeblich, durch die Bodenbedingungen bestimmt. Klar, Meister der sauren Böden sind die Heidekrautgewächse und somit die fünf angesprochenen Erika 10, aber auch die Heidenelke und das Harzer Labkraut, Sumpfschafgarbe sowie Blutwurz, echter Ehrenpreis, kleines Habichtskraut und auch die Arnika, eine Asteraceae, sehr saurer Borstgrasrasen, sowie der Besenginster. Aber der kalkhaltigen Böden sind zum Beispiel Wundklee, Kuhschelle, echte Schlüsselblume, Rosenmalve, Taubenskabiose, nesselblättrige Glockenblume, Hauhechel, Salbei, echtes Labkraut, Färberwald und bei den Frühblühern zum Beispiel Christrose, Leberblümchen und der Bärlauch. Wie gesagt, nur ein kleiner Auszug, besonders der Extremer dieses Gradienten. Ja, und ich könnte noch viele weitere Gradienten aufzählen, allerdings merkt ihr ja schon, sie wirken sich eher indirekt auf Insekten aus und greifen viel weiträumiger. Daher wird ja auch noch ein ganzheitliches Video vieler Gradienten und bezogen auf möglichst alle Tiergruppen wie Vögel, Insekten, Amphibien, Reptilien und Säugetiere folgen. Interessant wäre zum Beispiel auch ein Tag-Nacht-Gradient, also die Arten, die sich vor allem auf Nachtfalter spezialisiert haben, sich erst abends öffnen und dann besonders duften. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen aufgefallen, dass der Nährstoffgradient fehlt. Den Grund hatte ich ja bereits angerissen. Ausgeglichene Verhältnisse verringern die Artenvielfalt, da die Extremisten durch konkurrenzstarke Arten der mittleren Standorte verdrängt werden. Wir verzeichnen sehr hohe Nährstoffeinträge in Ökosysteme, was einer der Hauptfaktoren für den Artenrückgang ist. Daher sind nährstoffreiche Standorte, wenn es geht, auszumagern und vor allem eine Düngung zu vermeiden.
Ein wenig erzähle ich aber ja zu diesem Nährstoffthema auch in den drei vorherigen Teilen und es wird auch noch eine Themenreihe zum Landschaftlesen geben, wo unter anderem Stickstoffzeiger und auch Magerkeitszeiger Themen sein werden. Letztere sind dann zum Beispiel Margerite, Thymian, echtes Labkraut, echte Betonie, Bergsandglöckchen, Ginster, aber noch viele weitere. Wie gesagt, dazu später mehr. Es spricht aber auch nichts dagegen, dass ihr euch selbst informiert. Es gibt Pflanzenfinderseiten, Pflanzen- und Saatgutvertreiber können euch ganz spezifisch beraten und ich empfehle, sich bei Interesse mal die Zeigerwerte nach Ellenberg anzuschauen. Ebenso wie die Verbreitungskarten einer Art könnt ihr diese ganz einfach bei FloraWeb abrufen. Und nochmals als Erinnerung, die Faktoren bedingen sich auch gegenseitig und manch eine Pflanze kann dann auch Trockenheits- und Säurezeiger oder auch Trockenheits- und Basenzeiger sein. Es gibt hier viele verschiedene Kombinationen. So, das war sehr viel und teilweise tiefgehendes Wissen zum Thema sinnvoller Blütenreichtum. Sicher hätte ich noch viele weitere unserer über 3000 heimischen Blütenpflanzen nennen können, aber ich habe ja hier nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Und so habe ich noch viel Videopotenzial, setze allerdings selbst auch mehr auf vollständige Mischungen als jetzt wirklich auf die Einzelpflanzen. Denn stabile Pflanzengesellschaften bestehen meist aus charakteristischen Artenkombinationen. So ist ein Grünlandbestand rein aus Kräutern nicht stabil, sondern beinhaltet immer auch Gräser. Das ist auch gar nicht schlimm, denn obwohl ich hier nicht speziell auf sie eingegangen bin, haben auch Gräser und weitere unspektakuläre Blütenpflanzen wie Wegerich, Ampfer und Co. teilweise eine enorm hohe Bedeutung für Insekten. Wir sollten uns eben nicht immer vom Optischen leiten lassen. Und was alle Insekten betrifft, Nahrung ist nicht das Einzige, was sie brauchen, sondern auch Lebens- und Bruträume. Zum Thema sinnvolle Nistplätze schaffen, ohne gleich Hotels bauen zu müssen, gibt es aber auch noch ein Video. Aber Sandmagerrasen zum Beispiel, die nicht super wüchsig sind und auch mal etwas lückiger, bieten schon gute Grabmöglichkeiten für bodennistende Arten, die nämlich den Großteil der Wildbienen ausmachen. Und wenn ihr Stauden über den Winter stehen lasst und frühestens Ende März entfernt, dann bieten sie quasi natürliche Niströhrchen. Also auch das ist alles gar nicht so aufwendig, wenn man weiß wie. Unverfugte Steinmauern, Steinhaufen, Totholz, es gibt so vieles Natürliches jenseits der Nisthilfen, das nicht aufwendig sein muss. Also ihr habt gesehen, jede Pflanzenfamilie und jede Pflanze und sogar jede Blüte ist wertvoll, wenn es sich denn um heimische Pflanzen handelt. Und schön sind sie auch, denn ich habe euch hier nur Fotos der Wildformen gezeigt. Außerdem solltet ihr euch nicht so sehr auf Wildbienen fokussieren, auch wenn ich das natürlich sehr löblich finde. Ihr habt jetzt gehört, zum Beispiel viele Schmetterlinge oder eben deren Raupen sind auf gewisse Pflanzen angewiesen. Natürlich gilt, man kann es nicht allen recht machen. Aber wenn ihr möglichst viel Vielfalt schafft und auf Wildpflanzen setzt, dann leistet ihr immer einen tollen Beitrag. Wer noch weitergehen möchte, um das Maximum herauszuholen, dem habe ich zumindest schon mal ein paar Anregungen geben können. Aber ihr habt gehört, es folgen noch viele, viele tolle Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt und meine Arbeit durch ein Like oder sogar ein Abo unterstützt. Danke euch fürs Schauen, Informieren und Nachdenken. Das machen nämlich leider viel zu wenige. Denkt dran, solche informative Videos zu teilen, damit möglichst viele etwas Gutes für die Natur tun können. Vielen Dank und bis bald, eure Linda von Landschaftsökologisch.